Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 5. Ich nummeriere das mal für euch. Ist ja eigentlich nicht nummeriert, aber es klingt besser. Wir greifen Lower Manhattan an. Im Moment sind wir in Greenwich. Aber nicht mal lange. Nee. Shay fordert das schon wieder raus. Er geht Dinge... Na toll, wo bin ich denn hier? Ich wollte Lower Manhattan angreifen. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, schrei mich nicht an, du Fickviech. Sowas triggert mich, ey. Ganz ehrlich. Ich hoffe, das gibt's im sechsten Teil nicht mehr. Nichts gegen Tiere, ich mag Tiere, aber... Ihr seht das anders, wenn ihr quasi das täglich hören müsst. Und meistens immer dann, und ihr könnt es nicht abschalten. Und da scheue ich in dem Spiel auch nicht zurück, das zur Mitte zu greifen und das zu stoppen. Bandenhauptquartier. Bevor die Frage kommt, was mein Lieblingshaustier wäre, ist ja kein Live-Let's Play hier im Moment, aber ich sag's trotzdem, das wäre eine Katze. So. Ja. Erstmal machen wir das so. Toll. Wer schießt mich? Wer hat das? Hallo? Was haben die für eine Reichweite? Das ist doch... Das ist doch zum Kotzen. Guckt euch das an. So, jetzt kommt mal. Das ist der Boss da hinten, der wegrennt. So, die habe ich runtergeschmissen. Nee, die lebt noch. Wo rennt die jetzt hin? Ups. Erstmal die Flagge durchschneiden. So. Die wäre erledigt. Den britischen Verräter töten. Ja, früher oder später finde ich den. Das ist geil. Guck mal, was er gemacht hat. Lass die Waffe los. Ja, natürlich könnt ihr so ganz komische Dinge machen. Ich wollte eigentlich ein menschliches Schild machen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Offensichtlich nicht. Der Schuss auch nicht von ihm. Der hat schon wieder die Waffe losgelassen. Oh, ich hasse das. Den wollte ich eigentlich treten. Hat auch nicht geklappt. Jetzt mal die ganzen Assassinen loswerden hier. Hm.
So, Munition. Her damit. Den Bandenanführer habe ich noch nicht gefunden. Da ist er. Jetzt habe ich ihn erwischt. So. Und Lower Manhattan gehört uns. Zack, und schon alles erforscht. Dann fangen wir mal an aufzuräumen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich sehe da oben zum Beispiel schon mal Wohlstand. Das kann man mal mitnehmen. Uns fehlen noch 3 Wirtschaftszonen von New York. Das sind die letzten gespielt. Ganz, oh, das ist so blöd, dass die ganz oben sind. Aber vielleicht gibt es ja eine Abkürzung fürs Schiff. Ja, gibt es. Wunderkoll, ja. Muss aber noch weiter nach oben. Oben. Wegen. Also ich sehe schon kommen, dass der gleich runterfällt. Also der macht irgendwie komische Steuerungsquereleien. So kleine Verzögerungen, die gehen mir in dem Spiel auch nicht. Auf guten Geist. Was macht er da jetzt? Gut, Glück gehabt. So, jetzt kannst du runterspringen. Toll. Super. Mitten, er hat sich selbst stranguliert. Hat sich stranguliert. Wie soll denn die Folge heißen? Shay stranguliert sich selbst. Wo bin ich gelandet? Da, okay. Es ist nichts Schlimmes gewesen. Das war sogar eine Abkürzung für mich. Dann können wir uns das jetzt holen? Dann nehmen wir die Renovierung uns vor. Nee, nehmen wir nicht. Kiste. Plündern. Go, 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 go. Alter, was geht da ab? Das war ich nicht. Ich glaube, die Assassinen versuchen, das zurückzuerobern. Aber so intelligent ist das Spiel doch gar nicht. Was? Keine Kriminellen, keine Französischen. Das habe ich irgendwie gehört. Auf Englisch. So, da ist ein Aussichtspunkt entdeckt, aber mit einem Artefakt. Das ist doch bestimmt da oben. Oh Gott, ist das hoch. So. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Mit noch einem Artefakt obendrauf.
Da werden sie gerne platziert, ganz, ganz oben. Ob ich das kann, von hier aus runterspringen? Ja, geil, funktioniert. Die Kamera wackelt zwar arg, aber... es hat soweit geklappt. And now you die. Nee, du die. Alter, die hat mich gekillt. Krass. Das ist, jetzt wird es schlimm. Das ist der erste... jetzt war ich angeschrieben, ey. Ohne Scheiß. Das ist der erste Attentäter. Oder Attentäterin. Die mich gekillt hat. So, jetzt müssen wir kurz schreiben. Oh, Mann. Alter, ihr schreibt ja gleich dreimal. Das ist unglaublich. Ey, die ganze Zeit. Die Frage habe ich heute Morgen geschrieben und jetzt, wo ich aufnehme, kriege ich die Antworten. Das ist der Hammer. So. Ah. Der Kontakt zu meinen Eltern, super. Die haben immer das beste Timing. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Ich tue nur so, dass ich mich beschwere. Wenn ich mich beschwere, dann könnt ihr sagen, ha, er hat sich wieder beschwert. So, ich hoffe, ich kann diesmal den Attentäter totschlagen, bevor der mich totschlägt. So. Die wollten mich umbringen. Das war Rache. Tolles Thumbnail. Ja, ich habe eins gemacht. So, Lower Manhattan. In die ganze Welt. Wie viel haben wir von den Dingern jetzt schon? Brüder und Schwestern, ich schreibe euch, um hier davon in Kenntnis zu setzen, dass in der neuen Welt eine neue Bruderschaft entsteht. Ich habe bereits Verbündete unter den englischen Kolonisten, französischen und Eingeborenen im Gebiet. Ähnliche Freundschaftsbriefe habe ich in die ganze Welt verschickt, denn ich glaube, dass wir von Tag zu Tag immer mehr zusammenwachsen. Wenn meine Bruderschaft Erfolg haben soll, werden wir Verbündete in alle Reiche und Geschlechter und alle Rassen brauchen, die alle an dasselbe glauben, das Credo. Ich hoffe, ich kann euch zu ihnen zählen. Achilles hat einen Brief geschrieben. Ja, gucken auf der Karte, das ist ja recht überschaubar, bis, ja, da gibt es noch ein paar. 1, 2, 3. Drei sehe ich noch. Drei Credo-Briefe, okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in das andere Gebiet laufe. Das Shanty ist genau an der Grenze. Zählt, glaube ich, nicht dazu, aber... kann ich auch nicht dazu. Oh, hier schon wieder jemand. Ich laufe an jemand vorbei. Das Geräusch ist... Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht mit den Assassinen. Dass die einen auflauern. Und wenn man wirklich unvorsichtig ist, kann das sogar einen umbringen. Also wenn man genau in den gleich wieder reinläuft zum Beispiel. Schlimmsten ist das, wenn man verfolgt wird und die dann einen angreifen. Ich glaube, das ist das Fiese. Probier's nicht. Hat er mich Hund genannt? Er hat mich entmenschlicht. Wusst, das habe ich nicht erwischt. Da muss ich von vorn, von da oben wahrscheinlich abspringen. So, und dann. Ups, genau. Das hätten wir.
So, und nun schnurstracks zum Shanty, wenn ich meine ganzen Benachrichtigungen gerade durchgegangen bin. So, das ging schnell, das war nur kurz ablesen. Aber cool, meine Mutter hat sich neue Ohrringe gekauft. Aus mit Anker. Also mit so Anker-Symbol. Weil wir wohnen hier im Norden und da ist es normal, dass man sich Anker kauft. Ich selbst habe auch irgendwie vor, mal irgendwie so ein sowas zu holen. Oder so ein Steuerrad oder so. Bing! Ein Shanty, yeah. Eins, was wir kaum noch hören werden. Eigentlich gar nicht mehr. Ich guck trotzdem mal rein. Das wird eher als... Ja, Goldrim, was ist Johnny's? Das ist genau das gleiche, wie... Kennen wir doch bestimmt schon. Ja, das ist genau das gleiche. Das hatten wir schon. Es ist natürlich jetzt sehr schwer zu unterscheiden von Assassin's Creed 4, von Black Flag. Es sind dieselben Shandys drin. Und es ist nicht zu unterscheiden, ob ich die jetzt dadurch habe. Ken? Vorsicht. Ist direkt in der Nähe. Nicht ganz der richtige, den ich eigentlich haben wollte, aber... Es war sehr vorausschaubar. Bisschen Zeit sparen. Zeit ist auch so heute kostbar, finde ich. Also ich... Hab nicht so viel. Eigentlich habe ich Zeit, weil ich Urlaub habe gerade. Yeah. Schon wieder einer. Schon wieder in die Richtung, wo ich hinlaufe. Hab sie da drin erschlagen. Schön. So, 8 von 9 Truhen. Ja, ich weiß nicht, ob die Ladezone schnell ist. Doch, die ist schneller. Um einiges. So, erstmal alle erledigt. Was fehlt denn noch? Die Renovierung und der Auftrag, okay. G? Greenwich, achso. Schon gewundert, warum G? Das ist der Auftrag und darunter ist die Renovierung. Okay, dann muss ich also... Nee, 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 mach jetzt den Auftrag. Das ist am nächsten. So, das muss ja schnell gehen, das heißt, ich werde die Klinge nutzen. Ja, wobei, ist eigentlich egal. Jetzt geht's los, ne? Wer hat mich da gesehen? Toll. Weil ich jetzt gerade abgelenkt war. Help!
Ich kann das nicht helfen. Dieser Kriegsveteran hat im aktuellen Konflikt viele Assassinen gejagt. Seine Erfahrung, Führungskräfte und Schlauheit haben zum Verlust viele unserer Brüder und Schwestern geführt. Man muss schnell und hart gegen ihn vorgehen, darf ihn aber nicht unterschätzen. Habe ich es abgelehnt? Nein, ich habe es abgelehnt. Oh. Krieg ich die aber wieder? Scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, Depp. Das ist wirklich dumm, ne? Ja, Bau. Tja, dann muss ich wohl... Ich werde mal versuchen. Ich werde mal was probieren. Einmal ein anderes Gebiet laden und dann wieder zurück und gucken, ob das so immer so ist. Danke fürs Zusehen.